Und der SV Sandhausen stößt an in den schwarzen Trikots aufs rechte Tor. Boah. Erste richtig dicke Gelegenheit. Auf den kurzen Pfosten gut verlängert und dann am langen Pfosten. Burcu. El Sain! Ausgerechnet Abu Beki Ömer El Sain lässt die Hafenstraße verstummen. Für die Gäste. Von Burcu inszeniert, natürlich von Burcu. Bisher bester Sandhäuser Offensivspieler, zweite Torvorlage in dieser Saison. Und Abu El Sain in seiner Heimat mit der Familie im Block. Unter Hachingens Schlussmann Konstantin Heine hat dazu maßgeblich beigetragen. Und vier Blicke auf El Sain. Dieser Abu El Sain in seinem persönlichen Spiel der Saison macht er es zum zweiten. 70. Minute. Jens Keller, na klar nimmt er das durch zur Kenntnis. Seine Mannschaft gnadenlos, effizient. Abu Beki Ömer El Sain. Zweiter Treffer der Partie, Doppelpack. Dritter Treffer in der Saison. Und das ging zu schnell. Für Müsel. Fufak. Ball nicht im Aus. Obus. Guter Ball, Belinski! Weiter. 74. Minute. Ron Belinski macht das Spiel wieder scharf. Obus mit einem richtig guten Ding da rein. Besorgt das Gürkchen und die Frikadelle. Und Belinski woppert den rein. Der Joker mit dem perfekten Kontakt. Genau so musst du den Ball berühren. Dann Rios Alonso mit dem Foul. Und dann ist das Spiel aus. Der SV Sandhausen gewinnt hier 2:1 bei Rot-Weiß Essen, weil sie einfach effizienter. Alle Spiele live, nur bei Magenta Sport.